Der gute alte Schutzmann war schon für mich als Kind eine natürliche Autorität auf den Straßen. Und jetzt müssen wir als Reporter in unserem Job immer häufiger beobachten, wie Polizisten im Einsatz beleidigt, bedroht, bespuckt werden. Was für eine verkehrte Welt, wenn Menschen, die uns schützen sollen, Selbstschutz benötigen. Da muss ich dringend was tun und da reicht es nicht aus, dass man nun bunte Respektaufkleber auf Autoscheiben pappt, und auch politische Appelle reichen nicht aus, um verloren gegangenen Respekt zurückzugewinnen. Die Polizisten brauchen eine gesunde Ausstattung, personell wie materiell. Nur so können sie wieder Polizisten mit natürlicher Autorität werden. Denn eine freie Gesellschaft kann nur funktionieren mit einem Gefühl der Sicherheit und mit gegenseitigem Respekt. Respekt, ja bitte. Diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit einstehen, haben den Respekt und den Rückhalt unserer Gesellschaft verdient. Respekt, ja bitte.